Am Wort ist Wendelin Mölzer von den Freiheitlichen. Herr Minister, Hohes Haus. Herr Kollege Walser, ich schließe mit dem Kollegen Al-Habassi an. Danke, dass Sie das Thema Bildung, das so wichtige Thema Bildung, aufs Tapet gebracht haben. Das ist es immer wert, diskutiert zu werden. Da bin ich völlig Ihrer Meinung. Ich wundere mich nur dann, dass Sie Ihre wertvolle Redezeit gleich fast zur Hälfte darauf verwenden, sich mit der FPÖ zu beschäftigen. Das ist nur so am Rande. Herr Kollege Walser, Sie haben heute zu Recht kritisiert den Antrag des ÖVP-Finanzministers auf quasi Selbstbeschränkung des Nationalrates. Das teilen wir, diese Kritik, glaube ich, dass das nicht gut wäre. Sie haben aber mit diesem Antrag, mit diesem vorliegenden, ja nichts anderes vor. Sie wollen nämlich im Grunde genommen, dass die OECD eine Studie für uns macht in unserem Auftrag und wir uns dann eins zu eins an diese Studie richten, beziehungsweise von außen sozusagen sagen lassen, wie wir Bildungspolitik gestalten sollen. Das lehnen wir ab. Da können wir definitiv einmal abseits der Inhalte nicht mitgehen. Überhaupt muss ich sagen, wenn Sie heute hier Ihren Auftritt zelebriert haben, wird mir schnell klar, warum die Grünen in Umfragen nicht so rasend gut liegen. Sie sind beckmesserisch, sie sind besserwisserisch, das ist immer in einer Tour das Gleiche. Moralinsauer wollen uns erklären, oberlehrerhaft, was wir zu sagen, zu denken, zu tun haben. Und das übertragt sich im Grunde genommen auch auf das Bildungswesen. Natürlich oft im Einklang mit den Sozialisten, wo sie im Grunde genommen fast nur mit Zwang arbeiten wollen und wo es nur darum geht, möglichst vielleicht im besten Fall ab dem ersten Lebensjahr die Menschen in ein einheitliches Bildungssystem zu pressen. Das ist sicher nicht unser Weg. Werte Kollegen von den Grünen, was ich auch noch interessant finde in dem Zusammenhang, muss ich sagen, ist, dass Sie bemängeln, dass es mangelnde Bildungsreformen gegeben hat. Da haben Sie natürlich recht. Nur Sie waren es ja selber, die gerade vor 3 Monaten hier im Hohen Hause der Regierung Schwarz und Rot da diese letzte unselige Bildungsreform ermöglicht haben. Und da wundere ich mich schon, wenn man dann da 2-3 Monate später das vergessen hat, dass man im Großen und Ganzen bei vielen Dingen selber dabei ist. Kommen wir zu den Problemen, die wir ohne Frage in unserem Bildungswesen haben. Das ist nämlich das, dass es tatsächlich so ist, dass wir eine zunehmende Chancenungerechtigkeit in unserem Bildungssystem haben. Das ist aber in erster Linie der verfehlten Bildungspolitik, glaube ich, der Sozialisten zuzurechnen. Man bedenkt, dass etwa in Wien seit 70 Jahren SPÖ regiert, jedes fünfte Kind in der Privatschule geht, dass in Österreich, wo seit mittlerweile 10 oder 11 Jahren eine rote Bildungsministerin am Werken ist, die jedes 10. Kind eine Privatschule besucht, das eine Zunahme seit 2006 um 15% ist, bedeutet, ne, da muss ich sagen, da läuft irgendwas absolut falsch, das wird der Herr Kollege Walser sicher teilen. In Wien sind Sie aber selber mit an der Regierung von den Grünen und da muss man klar sagen, das darf und soll so nicht weitergehen. Da sind wir meilenweit entfernt von sozialgerechtem Zugang zu unserem Bildungswesen. Da haben wir die Entwicklung eher in eine andere Richtung, das ist definitiv abzulehnen. Für uns ist, glaube ich, klar, wir brauchen ein Bildungswesen, das frei ist von Zwängen. Das gilt ja nicht nur für das Bildungswesen, aber hier im Speziellen, wo man die Wahl hat, frei zu wählen, welchen Bildungsweg man einschlagen will. Da kann man nicht mit Zwängen arbeiten, wie etwa der verschränkten Ganztagsschule, wo wir wissen, dass zum Beispiel in Kärnten der Zuspruch eher mangelhaft ist. Also sozusagen das, was an Maßnahmen beschlossen wird, ist an dem tatsächlichen Wunsch der Menschen vorbeigeht. Ich glaube, ganz wesentlich ist einfach eine flexible Ganztagsschule, so wie wir sie uns vorstellen, aber nicht mit verschränktem Unterricht, wo man im System dann drinnen hängt und wo man nicht rauskommt und die Leute das entsprechend dann nicht wollen. Was überhaupt und generell fehlt in der Debatte bis heute, ist, das tun die Kollegen von den Grünen genauso wie von der SPÖ, ist nämlich die Ausklammerung der Zuwanderungs- und Integrationsproblematik in unserem Bildungswesen. Da muss man ganz klar sagen, das ist leider Gottes ein exogenes Problem, wo wir uns stellen müssen, wo wir ein Problem haben mit der deutschen Sprache, mit der herrschenden Unterrichtssprache. Und Herr Kollege Walser, Sie haben vorhin das Beispiel gebracht, dass 2 Tschetschenenkinder in eine Schulklasse kommen und dann das Ganze funktioniert. Ja, das ist wahrscheinlich so. Das haben wir in der Vergangenheit auch erlebt. Nur ich bin der Überzeugung, dass es eben nicht so ist, dass es nur 2 Kinder sind, sondern wir haben im Vielfachen das Problem mit 14, 15 von 20 Kindern. Und dann wird es natürlich problematisch und dann müssen wir natürlich Maßnahmen ergreifen. Und da ist unsere zentrale Maßnahme, das wissen Sie, die ÖVP stützt das auch wenn sie bis dato noch nicht bereit war, dem zuzustimmen, dass wir sagen, wir brauchen diese Deutschpflicht um dem Regelunterricht teilzunehmen. Dementsprechend darf ich einmal mehr einen entsprechenden Entschließungsantrag des Abgeordneten Wendelin Mölzer betreffend Deutschklassen für Schüler ohne ausreichende Kenntnis der Unterrichtssprache einbringen.
Und zwar lautet der wie folgt: Die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Bildung werden aufgefordert, die notwendigen Maßnahmen zu setzen, sodass Schüler mit mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache in eigenen Klassen so lange unterrichtet werden, bis sie über ausreichende Kenntnisse der Unterrichtssprache Deutsch verfügen. Liebe Kollegen von der ÖVP, das ist heute wieder mal ein Lackmustest, sind herzlich eingeladen, dem zuzustimmen, aber natürlich auch die restlichen Kollegen im Saale. Für uns Freiheitliche, das ist, glaube ich, bekannt, aber hier an dieser Stelle nochmal betont, ist es, glaube ich, auch ganz wesentlich, den Dreh- und Angelpunkt, nämlich der Lehrerausbildung, entsprechend zu verbessern. Es sollten in Österreich nur die besten Lehrer werden. Das wird nicht funktionieren, indem man nur irgendwelche Pseudo-Aufnahmetests macht. Das wird nur dann funktionieren, wenn man tatsächlich schaut, dass da nur die Besten in dieses System kommen, dann gleichzeitig dabei natürlich auch den Quereinstieg in den Lehrerberuf forciert. Das ist zwar ein kleiner Schritt passiert jetzt in der Vergangenheit, aber das ist sicher noch zu wenig. Wir schließen uns natürlich auch dem an, dass man die Elementarpädagogik entsprechend aufwerten muss. Das ist überhaupt keine Frage, weil das natürlich ein gesamtheitlich zu sehen ist, wie gesagt, aber ohne Zwang. Und was sicher auch ganz wesentlich ist, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist natürlich, dass wir die Politik, die Parteipolitik aus den Personellen herausbekommen müssen, aber natürlich auch was die Indoktrinierung betrifft. Es gibt da zig Beispiele von Lehrern, beziehungsweise auch Schulmaterialien, Schulbüchern und dergleichen, die tendenziös sind, einseitig sind. Ich habe gerade wieder gehört von meiner Kollegin Carmen Gartl-Gruber, dass sie beispielsweise ausgeladen worden ist von einer Schuldiskussion, weil sie sich kritisch gegenüber der Schule geäußert hat oder beziehungsweise einem Problem an der Schule geäußert hat, das nicht reingepasst hat. Also das sind so Sachen, die haben einfach in unserem Bildungswesen nichts verloren und da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten, dass das rauskommt. Abschließend noch, ja, keine Frage, wir müssen gemeinsam dann arbeiten, wir müssen schauen, dass wir Ideologie möglichst hinteranstellen, aber wenn ich dann manchmal so hineinhöre bei der SPÖ und auch bei den Grünen, frage ich mich schon, ob die Ideologie da nicht eine zu große Rolle spielt. Überhaupt beschleicht mir manchmal das Gefühl, dass da manchmal seltsame Standesdünkel aufkommen, wenn man nur von linear akademischer Ausbildung und dergleichen der Rede ist und wir überhaupt nicht mehr daran denken, was ist mit Facharbeiterausbildung, mit der Lehre, wo wir weiter forcieren sollten. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Und ganz abschließend noch, ich glaube, unsere Gesellschaft muss generell auch ein bisschen die Einstellung zur Bildung überdenken. Es ist nicht nur eine Bringschuld des Staates, sondern es ist natürlich auch eine Hohlschuld der Menschen selber. Danke mal für die Aufmerksamkeit. Wendelin Mölzer von den Freiheitlichen fordert vermehrten Deutschunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Defiziten in diesem Bereich.